von YouTube und heute stelle ich euch mal eine Darth Vader Plüschfigur vor, wo es sie zu kaufen gibt. Das schauen wir uns jetzt erstmal an. Die Star Wars Darth Vader Plüschfigur mit Sound könnt ihr im Racheshop bestellen. Diese kostet jetzt 99,99 Euro. Wer nach dem Video Interesse an der Plüschfigur habt, der Link dazu findet ihr im Textfeld unter dem Video. Einfach mal draufklicken. Diese könnt ihr im Racheshop für 99,99 Euro bestellen. Und wer nach dem Video Interesse an dem Produkt hat, der Link dazu steht dann im Textfeld unter dem Video. Ja, und da ist er jetzt, der sprechende Plüsch Darth Vader. So schaut er aus von vorne. Ich drehe den mal für euch. Dann haben wir jetzt hier die Seitenansicht. Einmal Vader von hinten. Und dann schauen wir uns direkt noch die Größe an. Und zwar, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben ungefähr roundabout 60 cm. Ja, dann zeige ich euch den Herrn Vader mal so ein bisschen. Ihr seht hier schon der riesige Helm. Der glänzt richtig schön. Hier habt ihr das Material. Was das jetzt genau ist, kann ich nicht sagen. Sieht so ein bisschen lackmäßig aus. Und auf jeden Fall sehr gut verarbeitet. Ja, da haben wir hier das Gesicht. Schaut dann so aus. Hier seht ihr von der Maske die Augen. Da tut er ja durchatmen immer. So ein Netz verarbeitet worden, auch wieder sehr, sehr gut. Hier sind auch irgendwie keine Fäden oder offene Nähte. So. Ja, und hier der Rest von der Rüstung. Das kann man hier so ein bisschen hochklappen. Das zeige ich gleich. Ist hier Press Me, drück mich. Und dann haben wir noch das Gürtelchen. Das ist zwar hier so ein bisschen flexibel, aber hier wurde es dann festgenäht. Also das kann man hier nicht abmachen. Ja, und hier unten sind dann noch die kleinen Stummelfüßchen. Und jetzt wollen wir doch mal ein bisschen hier drücken. Der Herr Vader hat ja verschiedene Sounds. Ja, der Lautsprecher, der müsste eigentlich hier in diesem Bereich sitzen, vermute ich mal. Ich drück nochmal. Ja, das müsste hier so sein. Ja, da sind wir mit den Sounds auch schon durch. Ja, dann hier nochmal den Vader von hinten. Da seht ihr den Helm dann nochmal. Könnt ihr dann hier so hoch machen. Ist aber nicht abnehmbar. Und hier hat er noch seinen Umhang. Schaut dann so aus. Fühlt sich auch sehr, sehr weich an. Und den könnt ihr dann hier so mal ein bisschen hoch machen und hier seht ihr dann den Schlüpper, den er drunter trägt. Und da ist das Batteriefach. Zeige ich euch mal, da müsst ihr jetzt mal so reingreifen. Und hier seht ihr dann die Batterie. Hat man dieses mittels Schraubendreher geöffnet, kann man die Batterien dann wechseln. Ja, jetzt habe ich euch den Plüsch Darth Vader auch mal kurz vorgestellt. Wie schon den Meister Yoda finde ich den richtig klasse. Sehr gut verarbeitet, sieht super aus und der spricht sogar. I am your father.
Ja, kostet zwar ein bisschen mehr als die normalen Figuren, aber dafür schaut euch mal die Größe an. Mit 60 cm, ja, ist halt mal was anderes. Wer es Interesse an hat, der Link dazu steht dann im Textfeld unter dem Video. Das war der Testmischel von YouTube. Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn er mich jetzt abonniert, verpasst er auf keinesfalls eins der nächsten tollen Videos.